begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Halte fest an Gottes Verheißungen. Das, was kaputt ist in deinem Leben, möchte Jesus wiederherstellen. Und das erfahren wir immer wieder von Menschen, die Gottes Hilfe erfahren haben. Und halte fest an Gottes Verheißungen. Ja, genau. Das solltest du tun. Und das ist ein guter Rat von uns. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Gefühle oder Wahrheit? Schick uns deine Gebetsanliegen, wenn du Hilfe im Gebet brauchst. Wir beten gerne für dich im Chat oder am Telefon oder auch auf gebet@missionswerk.de. Gefühle oder Wahrheit? So oft meinen wir, das ist doch genau dasselbe. Ist es aber nicht. In Matthäus 24, 35 lesen wir, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand. Gefühle stimmen nicht immer mit Gottes Gedanken überein. Gefühle sind oftmals Reaktionen aus unserem Umfeld. Wir wissen das, dass wir ja mit Gefühlen, wenn uns jemand was Gutes tut, ach, wie ist doch der, ist doch die so lieb, enttäuscht die gleiche Person einem im nächsten Satz, dann ist das umgedreht. Und unsere Gefühle sind nicht immer die Wahrheit. Die Wahrheit ist wirklich aus einem Leben mit Gott raus. Wenn wir mit Gott leben, erkennen wir die Wahrheit. Gefühle dürfen sein, aber Gefühle ändern sich. Die Wahrheit ändert sich nie. Du sollst deine Gefühle kontrollieren. Aber oftmals ist es so, dass die Gefühle uns kontrollieren. Du kannst wirklich gefangen sein in deinen Gefühlen und dich so richtig rein vergraben und die Wahrheit gar nicht mehr akzeptieren oder schon gar nicht mehr nach der Wahrheit schauen. Ich sag dir, die Wahrheit, heißt es im Wort Gottes, macht frei. Aber wir müssen auch hungrig sein nach der Wahrheit. Der Heilige Geist möchte dich in alle Wahrheit leiten, heißt es in einem anderen Vers. Lass dich in die Wahrheit leiten. Danke, Herr, dass du uns in alle Wahrheit hinein leitest. Und danke, Herr, dass wir auch wirklich ehrlich zu uns sind, dass wir sehen, was Gefühle sind und was die Wahrheit ist. Ich danke dir dafür. Herr, lass wirklich, dass wir ein Leben leben, dass die Wahrheit siegt und nicht die Gefühle. Ich danke dir dafür. Amen. Heute schreib doch mal in den Chat oder in die Kommentarzeile, ja, wo dich Gefühle betrogen haben. Auch aus der Schweiz kommen immer wieder Gebetsanliegen. Und da schreibt uns eine Frau für ihren Mann. Mein Mann hat immer wieder Ausschlag im Gesicht, wo juckt und rot ist. Herzlichen Dank für Ihr Gebet mit liebem Gruß. Und auch dafür wollen wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst und dass du auch ein Gott bist, der Allergien heilt. Und ich danke dir, dass das wieder in seinem Körper in Ordnung kommt, wo der Körper falsch reagiert. Danke, Jesus, dass du ihn heilst. Heilst von diesem Ausschlag, von diesem Jucken und von dieser Rötung. Danke, dass es nicht wieder zurückkommt und dass du mit deinem Heilungsstrom jetzt gerade durch seinen Leib fließt und sein Immunsystem völlig in Ordnung bringt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns Folgendes. Ich bitte um Gebet, Heilung von Depression, Antriebslosigkeit und neue Kraft und Freude. Und Jesus, ich danke dir, dass du bei dieser Frau wirklich überströmend Freude und Kraft schenkst, dass es wirklich überfließt. Danke, Jesus, dass diese Depressionen verschwinden und das Licht hineinkommt in ihr Leben. Danke, Jesus, dass du vollkommene Veränderung schaffst in diesem Leben und dass du auch diese Antriebslosigkeit wirklich in Kraft und Freude verwandelst. Danke, Jesus, du bist der Herr, auch über diese Frau. Und ich danke dir, dass du eingreifst. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf an. Die Infos sind eingeblendet. Gott ist unser Versorger. Das haben wir schon bei vielen Menschen erlebt und wir glauben das auch für diese Person.
Sie schreibt: Liebe Glaubensgeschwister, bitte betet für mich und für meine Finanzen. Ich bin in sehr großer Not. Habt herzlichen Dank. Und sie schreibt weiter: Danke für euren bisherigen wunderbaren Dienst. Ich werde dadurch immer sehr angesprochen und spürbar gesegnet. Und Gott hat dadurch schon viel bewegt in meinem Leben und Wunder getan. Und das macht er auch weiter. Ja, jedes Wunder, das wir erleben, ermutigt wieder für das Nächste zu glauben. Und wir glauben auch, dass mit Finanzen, dass das in Ordnung geht. Danke, Herr. Herr, du weißt, welche Art von Not da ist bei den Finanzen. Herr, ich danke dir dafür. Herr, schenke da auch Weisheit, Herr. Schenke Möglichkeiten, schenke Türen, wo es keine gibt, Herr, Möglichkeiten, wo es keine gibt. Ich danke dir dafür, Herr, dass du Wunder tust. Aber Herr, dass du auch jeden, der mit finanziellen Nöten unterwegs ist, auch viel, viel Weisheit und Besonnenheit schenkst, Herr, mit umzugehen. Und ich danke dir dafür, für das, was du uns auch finanziell gegeben hast. Lass uns gute Haushalter sein. Ich danke dir. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns sein Anliegen. Hallo Brüder und Schwestern im Glauben. Ich habe meinen Job verloren. Ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe nicht mehr die Motivation, meinem erlernten Beruf weiter nachzugehen. Habe das Drängen, das Land zu verlassen. Ich brauche Gottes Wort, eine Ansage, was ich tun soll. Und dann auch die Mittel, den von Gott gegebenen Weg zu gehen. Danke, Herr, dass du auch diesen Menschen wirklich den Weg zeigst, den er zu gehen hat. Und ich danke dir dafür, lass ihn nicht eigene Wege gehen, nicht einfach aus der Not flüchten, sondern wirklich den Weg gehen, den du für ihn vorgesehen hast. Herr, lass ihn wirklich die offene Tür sehen, die er hat. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass er nicht aus irgendwelchen eigenen Emotionen, Herr, das Land verlässt oder Dinge tut, Herr, und aus den Gefühlen raus, sondern Herr, lass ihn deine Wahrheit erkennen. Danke. Amen. Amen. Menschen schreiben von ihren Erlebnissen mit Gott und von einer Heilung von Darmkrebs, schreibt eine Großmutter. Heute will ich euch meinen Dank aussprechen. Letztes Jahr im April habt ihr für den Mann meiner Enkelin gebetet, der an Darmkrebs erkrankt war. Unsere ganze Familie und unsere Gemeinde haben gebetet. Preis den Herrn, heute ist er wieder ganz gesund. Lob und Dank unserem großen Gott, dem nichts unmöglich ist. Und das ist wahr. Und ein Mann schreibt von einer Gebetserhörung für einen Freund. In der Gebetsnacht letzten September habt ihr für unseren Freund gebetet, der dringend eine neue Arbeitsstelle benötigte. Er ist schon länger arbeitslos und aus Altersgründen nach menschlichem Ermessen nicht mehr vermittelbar. Dass er jetzt doch den Job bekommen hat, beweist wieder einmal, dass es bei Gott kein Unmöglich gibt. Wir danken unserem Gott für die Gebetserhörung und natürlich auch euch für die Gebetsunterstützung. Ja, bei Gott gibt es kein Unmöglich. Ein Ehepaar bat für ihre Enkelin um Gebet und sie schreiben Folgendes. Unsere Enkeltochter hatte lange Zeit eine schmerzhafte Handgelenksentzündung. Diese hat Jesus nach eurem Gebet geheilt. Sie ist glücklich über diese Heilung und bedankt sich bei Jesus und bei euch. Wie schön. Und Wiederherstellung an Geist, Seele und Leib. Unsere liebe Tochter wurde geheilt. Am Körper, Geist und Seele. Täglich sprechen uns Menschen darauf an. Sie sagen uns, dass es unglaublich ist, wie sie heute aussieht und was sie ausstrahlt. Durch ihren Schmerz durften wir alle ganz nah zu Jesus kommen. Dafür danken wir ihm täglich und halten fest an seinen Zusagen. Wir sind dankbar, dass es euch gibt. Ihr wart an unserer Seite und habt uns die Liebe Gottes noch näher gebracht. Wie schön, das zu sehen, solch eine Veränderung. Ja, wir sind lebendige Zeugnisse. Wenn das Gebet erhört wurde, dann kann wirklich die Welt sehen, was sich verändert hat. Wie wunderbar. Hast auch du was Wunderbares erlebt? Lass es uns wissen. Wir werden es gerne, gerne hier vorlesen. Ja, du kommst in Situationen, wir alle kommen in Situationen, und wir lieben es, wirklich aus unseren Gefühlen raus zu reagieren.
und lass dir mal wirklich, gewöhn dir mal wirklich an, nicht gleich schnell zu reagieren, sondern einen Moment innehalten und selber zu prüfen, ist es dein Gefühl oder ist es die Wahrheit? Wenn du ein Anliegen hast, dann lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich und auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Und wir beten auch nächsten Sonntag. Während dem Gottesdienst kannst du im Chat wirklich deine Anliegen uns schreiben. Immer am Ende vom Gottesdienst beten wir für die Chat-Anliegen, die eingehen. Du kannst uns natürlich auch gerne schreiben oder solange der Chat noch läuft, dein Anliegen reinschreiben. Wir tun es wirklich gerne. Wir beten sehr, sehr gerne für dich. Schön, dass du dabei warst und wir verabschieden uns. Wünsche dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.